CDU-CSU-Fraktion das Wort. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Nuripur hat eigentlich alles Wesentliche gesagt und es kommt selten vor, aber in dem Fall kann ich mich ihm weitestgehend auch anschließen. Wenn man von einem Land in der Welt sagen kann, dass es in einer schwierigen Nachbarschaft lebt, dann ist es der Libanon. Die beiden großen Konflikte im Nahen Osten stoßen an der Stelle zusammen. Der eine Nachbar auf Landseite ist Israel mit dem Konflikt um Palästina und den zahllosen und unzähligen Auseinandersetzungen mit der Hisbollah im israelisch-libanesischen Grenzgebiet. Und der andere Konflikt ist in Syrien, seit 2011 im Bürgerkrieg und ohne Perspektive auf einen greifbaren Frieden. Und meine Damen und Herren, der Libanon ist ein Land, das ist halb so groß wie Hessen. Herr Kollege Nuripur hat es gesagt, es hat ungefähr 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Dazu kommen die ständigen Versuche des IS, auch im Libanon Fuß zu fassen. Es gab auch im vergangenen Jahr Anschläge des IS auf libanesische Sicherheitskräfte. Und dazu kommt eine durchaus fragile libanesische Regierung. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder der Müllberge im Libanon, die Kampagne You Stink. Und mir ist vor allem der Satz einer libanesischen Kolumnistin im Ohr geblieben, die geschrieben hat damals, sinngemäß, der Libanon hat kein System oder kein Regierungssystem, gegen das man revoltieren kann. Das Problem des Libanons ist, dass es gar kein System hat, das die Probleme des Landes, die praktischen innenpolitischen Probleme des Landes auch mitlöst. Das ist zwar etwas übertrieben, dennoch ist die Situation fragil. Der Kollege Nuripur hat beschrieben, wie lange es gedauert hat oder wie lange es schon dauert, auch einen Präsidenten zu finden. Unbestritten ist, dass in dieser fragilen Situation in diesem Land UNIFIL ein wichtiger Stabilitätsanker ist. Seit 1978 ist die UN mit Blauhelmsoldaten im Rahmen von UNIFIL dort in der Region unterwegs. UNIFIL fördert erstens oder unterstützt erstens die Friedensbemühungen mit Israel. UNIFIL sichert seeseitig die Grenzen. UNIFIL verhindert den Waffenschmuggel im Grenzgebiet und insbesondere auch auf See. UNIFIL hat dazu mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten. Da gibt es einen Flottenverband, der hat ungefähr 1.000 Soldaten. Und an diesem Flottenverband leistet Deutschland einen Beitrag im Moment mit einer Korvette der Braunschweig mit 60 Soldaten. Der Beitrag von Deutschland zu UNIFIL ist nicht sehr groß. Aber der Beitrag ist wichtig, weil wir erleben es auch an anderer Stelle, auch wenn der deutsche Beitrag nicht groß ist. Wichtig ist sowohl für Israel als auch für Libanon, dass Deutschland mit dabei ist. Und dass UNIFIL nicht nur eine Militärmission ist, sondern auch wesentlichen Beitrag bei der Vermittlung zwischen den unterschiedlichen Ländern auch beiträgt, zeigt zum Beispiel, dass die Drei-Parteien-Gespräche, die unter dem Schutz von UNIFIL durchgeführt werden, immerhin das einzige Format sind, in dem Israel und Libanon direkt miteinander sprechen. Und allein deshalb ist UNIFIL ein wichtiger Stabilitätsanker für diese Region und sollte deswegen fortgeführt werden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, UNIFIL wird nicht alle Probleme des Libanons lösen, aber es trägt dazu bei, dass weniger Probleme im Libanon entstehen. Und das ist ein wichtiger Beitrag, den diese Mission leistet. Und ich bitte Sie deswegen auch namens meiner Fraktion um Zustimmung zum Mandat. Aber ich möchte am Ende meiner Rede noch einen Satz zu den Soldaten und Soldatinnen sagen. UNIFIL ist, der deutsche Anteil von UNIFIL ist ein Marineeinsatz. Und es wurden gerade auch schon die anderen Marineeinsätze genannt. Atalanta ist ein Beispiel, aber im Mittelmeer der Einsatz in der Ägäis, EUNAVFOR Med, Sophia. Und jetzt auch UNIFIL. Es sind im Kern immer wieder die gleichen Soldaten, die Soldaten der deutschen Marine, die unsere Mandate ausführen, die Mandate für Deutschland ausführen. Und die sind zum Teil, Soldatinnen und Soldaten sind zum Teil hoch belastet, sind in mehreren Mandaten oft über Monate hinweg unterwegs. Und ich möchte Ihnen von der Stelle auch namens meiner Fraktion meinen herzlichen Dank aussprechen. In diesem Sinne.
bedanke ich mich für den Applaus und bitte Sie um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen,